Das sind mehrere. Das sind zum einen die Brüderseen, weil ich dort Ruhe und Entspannung finde, auch bei Hundespaziergängen. Zum anderen aber die Brüderinnenstadt mit der tollen Gastronomie. Ich bin leidenschaftlicher Hobbykoch und deswegen probiere ich auch gerne aus. Wenn ich aber ins Restaurant gehe und da stehen geschmorte Ochsenbäckchen mit regionalem Gemüse auf der Karte, dann ist die Entscheidung schnell getroffen. Mit Treffen mit meiner Familie, mit Urlauben, mit Treffen mit Freunden, wenn wir gemeinsam kochen und ein schönes Glas Wein dazu, das sind sicherlich schöne Begebenheiten. Ich bin in Brühl geboren und es ist für mich eine Ehre, dass ich meine Heimatstadt bisher als Stadtrat und als Fraktionsvorsitzender der CDU mitgestalten darf. Wir haben in den letzten Jahren einige Anträge gestellt und auch beschlossen. Mit der zügigen Umsetzung dieser Anträge wäre eine Weiterentwicklung in Brühl möglich gewesen und das ist leider versäumt worden. Da kann ich beispielhaft nennen die frühzeitige Schulentwicklungs- und Raumplanung, die Umsetzung des Radmasterplans, der Einstieg ins sogenannte Baulandmanagement und auch die Umsetzung des Masterplans Klima. Und das sind Punkte, die ich sehr schnell angehen möchte. Darüber hinaus forciere ich die Konsolidierung des städtischen Haushalts mit dem klaren Ziel der Stabilität von Steuern für die Bürgerinnen und Bürger und auch die Unternehmen. Wir wollen die Ansiedlung von Gewerbe, Unternehmen und Start-ups auch ebenso ermöglichen. Ich setze mich ein für das Schaffen von bezahlbarem Wohnraum mit unserer Stadtstochter Gebausi, aber auch für Geschosswohnungsbau und den Bau von Eigenheimen nach Bedarf und mit Augenmaß. Dafür brauchen wir auch einen neuen Flächennutzungsplan. Ebenso wichtig ist es aber auch, dass wir ein Grünflächenmanagement komplett ausweisen, schon als Klimagegenspieler sozusagen. Die Digitalisierung wird einen sehr, sehr großen Schwerpunkt haben. Das hat die Corona-Krise uns gezeigt, dass wir da Defizite haben, sowohl in den Bereichen Schule und Verwaltung, aber auch im privaten Haushalt und für die Unternehmen. Der Breitbandausbau gehört unweigerlich dazu und das wird wesentlicher Teil meiner Arbeit sein. Ebenso die Erhöhung der Plätze in Senioren- und Pflegeheimen, denn da werden wir in den nächsten Jahren einen gesteigerten Bedarf haben. Und was ich sehr, sehr gerne forcieren möchte. Ich bin ein sehr bürgernaher Mensch. Es sind regelmäßige Zukunftswerkstätten in allen Stadtteilen, um die Bürgerinnen und Bürger frühzeitig über die Planungen zu informieren, Anregungen aufzunehmen und so gemeinsam gestalten zu können.